Was geht ab? Herzlich willkommen auf dem Rich Panther Kanal. Heute präsentiere ich euch drei Investitionsmöglichkeiten, wie ihr 2021 passiv und souverän Vermögen aufbauen könnt. Und bevor ich das Ganze präsentiere, muss ich erstmal vornein klarstellen, dass ich werde euch nicht die heilige Formel dazu geben, wie ihr im ersten Monat sechsstellige Gewinne erzielen könnt, wie das irgendwelche Gurus in der Werbung versprechen. So, das ist einfach unrealistisch und unmöglich, zumindest mit solchen Alternativen. So, bevor wir direkt in das Video reinstarten, gibt es kurz noch abzuklären, nach welchen Kriterien wir das Ganze bewerten werden. Also erstens natürlich die Funktion. Wie werde ich dafür profitieren von dieser Investmentalternative? Zweitens Beispiele. Ich veranschauliche euch das ein bisschen, wie das in der Praxis funktioniert, diese Alternative. Dann drittens, was sind so die durchschnittlichen Renditeaussichten für diese Alternative? Viertens, wie und wo bekomme ich das? Und fünftens, was für ein Risiko trage ich mit dieser Investitionsalternative? Als erstes haben wir Aktien. So, jeder hat schon mal von Aktien gehört, aber nicht jeder weiß, wie das ganze System funktioniert und wie du als Privatanleger davon profitierst. Und hier ist es eigentlich ein ganz simples System. Du fungierst als Kapitalgeber und gibst einem Unternehmen Geld. Das Unternehmen verwertet dieses Geld und investiert, um später höhere Gewinne oder auch Umsätze zu erzielen. Und du erhältst im Austausch für dein Geld Beteiligung an dem Unternehmen. Wovon du dann profitierst, sind Kursgewinne zum einen und zweitens Gewinnausschüttungen, die das Unternehmen anhand überschüssiger Gewinne austeilt. Zweitens haben wir Beispiele. Wie funktioniert das ganze System in der Praxis? Also, ich habe jetzt mal zwei Unternehmen ausgewählt, die eigentlich jedem im Griff sein sollten, Netflix und Amazon. Und hier haben wir beispielsweise bei Netflix einen Gewinn von zwischen 2013 auf 2019 von 112 Millionen auf 1,87 Milliarden, bei dem Umsatz 4,37 Milliarden auf 20,16 Milliarden. So, du denkst jetzt sicherlich, als wie profitiere ich oder beziehungsweise wie profitierst du als Kapitalanleger von dieser ganzen Geschichte? Und das ist der Kurs, in dem sich der Wert der Aktie widerspiegelt. Und dieser wird von Angebot und Nachfrage bestimmt. Sprich, wenn ein Unternehmen derartige Gewinnwachstumsaussichten ausweist, dann ist die Nachfrage dementsprechend höher, weil wer möchte nicht ein, grob gesagt, so ein geiles Unternehmen besitzen, was solche Zahlen ausweist. Und so beispielsweise haben wir ein Kurswachstum von einer jährlichen Rendite von 69,1%, was in der Praxis ein 1.000 Euro angelegtes Kapital in 2013, 2020 23.000 Euro 300 entspräche. Und bei Amazon haben wir ein ähnliches Wachstum, nicht so stark wie bei Netflix, aber auch schon signifikant. Und so haben wir beispielsweise 2013 einen Kurs von 210 Euro, der sich bis 2020 auf 2.718 Euro gestiegen ist. Mit einer jährlichen Rendite von 18,5% Rendite pro Jahr. Aber was entspricht denn eigentlich so die durchschnittliche Rendite mit Aktien? Und diese liegt im Jahr zwischen 5-8%. Natürlich gibt es auch starke Ausweichungen, wie wir beispielsweise auch hier bei Netflix sehen können, mit einer Rendite pro Jahr von 69,1%. Das ist sehr unwahrscheinlich auch. Da ist Netflix natürlich auch ein Einzelbeispiel. Aber es gibt auch natürlich Unternehmen, die kommen auch unter diese 5%. Darauf kommen wir gleich im Risiko noch zu sprechen. Und wie und wo bekomme ich eigentlich jetzt meine Aktien? Und das geschieht über die sogenannten Broker. Diese handeln diese Wertpapiere von den Börsenplätzen und diese sind dann über diese Broker erhältlich. Beispiele sind beispielsweise Trade Republic oder Smart Broker. Das sind jetzt auch so mehr oder weniger die, von denen ich auch stark überzeugt bin. Und fünftens haben wir natürlich auch noch das Risiko, das natürlich auch immer zu bedenken gilt. Und hier haben wir natürlich einmal das Risiko des Totalverlustes, wie beispielsweise, wenn ein Unternehmen Insolvenz anmeldet. Dann kann mal die 1000 Euro von Netflix auch mal schnell 0 Euro sein, wenn das Unternehmen Fehlwirtschaft beispielsweise. Und natürlich sind auch allgemeine Fehlinvestitionen auch sicherlich mal der Fall. Oder das ist natürlich auch ein Risiko, was man bedenken muss. Jedes Investment, was du tätigst, kann nicht immer perfekt sein. So wirst du sicherlich auch mal schwarze Schafe dabei haben. Und das ist das Risiko mit der Fehlinvestition. Da machst du keine 5-8% Rendite pro Jahr, vielleicht immer minus 5-8% Rendite pro Jahr oder sogar bis zum Totalverlust. Deshalb gilt es, das Ganze als
mittel- bis hohes Risiko einzuschränken. Und zu beachten sind natürlich auch noch bei dem Broker, dass Gebühren fällig werden, wie beispielsweise eine Provision in Euro oder eine Provision in Prozent, was natürlich auch noch ein Risiko darstellt, da du ja nicht nur diesem Schwankungsrisiko von der Aktie ausgesetzt bist, sondern natürlich auch von den Kosten, die da natürlich mit einspielen, wenn du kaufst. Wenn du zum Beispiel für 100 Euro eine Aktie kaufst und die Provision bei 1% liegt, so hast du 1 Euro und dementsprechend 1% von der Aktie schon quasi verkauft. Das ist das, was du an Wert wieder erzielen musst, nur um diese Gebühren auszugleichen. So viel zu den Aktien. Und damit kommen wir auch natürlich schon zu dem zweiten, zu der zweiten Investitionsalternative. Und hier haben wir die ETFs, sprich Exchange Traded Funds. Aber was heißt denn eigentlich dieses Exchange Traded Funds? Grob gesagt, du als Kapitalanleger investierst in ein breit gefächertes Portfolio von mehreren Aktien. Also haben wir auch quasi eine Korrelation zwischen diesen zwei Werten. Und je nachdem, wenn du jetzt beispielsweise Geld in so einem Index steckst, in einem Exchange Traded Fund, dann weist dieser dir wiederum eine Beteiligung an diesem aus. Und so bist du wieder an Kursgewinn bzw. an Gewinnausschüttung beteiligt. Gleiches Prinzip wie dort. Und in der Praxis haben wir wiederum beispielsweise, jetzt habe ich zwei gängige ausgewählt, weil die ist ziemlich gut dekanieren, was man für eine Auswahl hat. Haben wir zum einen den MSCI World. Dieser enthält beispielsweise von der ganzen Welt 1600 Aktien, die in 23 Industrieländer verteilt sind. Dabei sind auch noch 3%ige Anteile von Apple und Amazon beispielsweise auch gegeben. Und als Rendite haben wir beispielsweise einen Durchschnitt von 5% grob gesagt. Aber dafür bist du natürlich stark diversifiziert. Sprich, du trägst ein geringeres Risiko, als wenn du nur in eine Aktie investiert bist, wenn du in 1600 Aktien in 23 Ländern investiert bist. Und als zweites Beispiel haben wir hier den VanEck Gaming and Esport ETF. Dieser fokussiert sich natürlich, wie der Name schon sagt, auf Videospiele. Und hier sind zum Beispiel Produktionsunternehmen wie Intel gehalten, die natürlich auch so etwas wie Grafikkarten herstellen und natürlich auch indirekt damit zusammenhängen. Und natürlich auch noch Videospiele-Publisher, wie beispielsweise auch Take-Two Interactive, die zum Beispiel auch der Publisher von GTA 5 sind. Und dieser ETF enthält 25 Aktien. So haben wir beispielsweise auch im Jahr 2020 eine Rendite von 65,8%. Und jetzt auf den ersten Blick erscheint das natürlich viel lukrativer als das hier. Aber man muss natürlich auch immer wieder das mit dem Risiko einspielen lassen, den Faktor. Weil hier haben wir natürlich 1600 Aktien gegeben, was ein geringeres Risiko darstellt. Anhand von dem Klumpenrisiko, was man trägt. Und hier sind es nur 25 Aktien und voll spezialisiert auf eine Branche. Natürlich kann das, wie man hier auch in dem Kurs sieht, natürlich auch ein Vorteil sein für die Rendite. Aber man muss auch immer das Risiko betrachten, worauf wir gleich schon mal ein bisschen expliziter eingehen. Mit der durchschnittlichen Rendite von Exchange Traded Funds bzw. ETFs kann man mit 5-7% pro Jahr rechnen. Wenn wir von so einem durchschnittlichen ETF wie dem MSCI World, der relativ breit gefächert ist, ausgehen. Und wie und wo bekommt man wieder das Ganze? Hier haben wir wieder das nicht dasselbe Prinzip, aber wieder das mit dem Broker-System. Und hier haben wir jetzt beispielsweise den Anbieter Trade Republic, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Dieser bietet ETF-Sparpläne ab 25 Euro an. Sparpläne bedeutet quasi, dass du jeden Monat einen Betrag einzahlst, der quasi dann in diesen ETF investiert. Und hier weiterhin bei Trade Republic hat man zum Beispiel 324 kostenlos besparbar. Sprich, du musst keine Gebühren für diese ETFs zahlen. Und so ist beispielsweise ein ETF in 30 Jahren mit jedem Monat 25 Euro Einzahlung, was ja nicht gerade viel ist, und mit einer Rendite von 5% jährlich in 30 Jahren 20.500 Euro wert. Und damit kommen wir wieder zu dem Risikofaktor. Natürlich haben wir hier wieder bei jeder Investitionsalternative ein Risiko gegeben. Und aber diesmal ist das auch abhängig vom Portfolio. Wenn wir jetzt beispielsweise von dem MSCI World ausgehen, der 1600 Aktien in 23 Industrieländern widerspiegelt, haben wir ein geringeres Risiko, wie eben schon angewählt, wie als bei einem VanEck Gaming in eSports, der 25 Aktien nur auf einer Branche spezialisiert hält.
Und das ist halt dieses Stichwort mit der Diversifikation, halt die Aufteilung von Vermögenswerten. Und allgemein betrachtet, wenn wir jetzt von einem stark diversifizierten Wert ausgehen, können wir das Risiko als relativ gering einschätzen. Aber wie gesagt, hängt das natürlich immer von dem Portfolio ab, so haben wir hier ein dementsprechend hohes Risiko. So, und jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Investitionsalternative und das sind die P2P-Kredite, auch genannt Peer-to-Peer. In dem Fall haben wir als Funktion, du quasi als Kapitalgeber, gibst einer Privatperson beispielsweise, natürlich sind auch Unternehmen und etc. auch in der Regel der Fall, aber wir gehen von einer Privatperson aus, weil du das so viel besser verstehen kannst. Und diese Privatperson investiert beispielsweise sich mit dem Geld, was du ihr gibst, ein Haus oder ein Auto und so weiter. Und diese Person zahlt dieses Geld, was du ihr gegeben hast, innerhalb von einer Tilgung wieder zurück. Plus Zinsen, was natürlich auch die Rendite widerspiegelt, die zwischen 7 bis 11% pro Jahr liegt. Und damit kommen wir schon auf die P2P-Anbieter zu sprechen. Also beziehungsweise wie und wo bekomme ich das Ganze her? Und davon gehen jetzt beispielsweise Plattformen wie Bondora, die ab einem Betrag von 1 Euro einen Einstieg in einen Kredit ermöglichen. So kann man auch beispielsweise sein Geld mit zum Beispiel deine 10 Euro, die du investierst, kannst du dementsprechend viel besser verteilen und so natürlich auch dein Risiko minimieren. Und Bondora beispielsweise verlangt lediglich eine Auszahlungsgebühr von 1 Euro. Sprich, wenn du deinen Betrag von Bondora auszahlen lassen willst, dein Geld, was du da halt erwirtschaftet hast, musst du 1 Euro bezahlen. Des Weiteren gibt es auch noch mehrere andere Anbieter, wie beispielsweise Mintos und so weiter. Aber wir haben es jetzt nur bei einem Beispiel belassen, um das Video einfach und kurz zu halten. Und damit kommen wir auch wiederum auf das Risiko zu sprechen. Dieses liegt bei den P2P-Krediten etwas höher, da wir, man muss es natürlich aus einer anderen Perspektive betrachten. Warum geht eine Privatperson beispielsweise zu einem P2P-Anbieter, wenn er auch bei der Bank bessere Zinsen bekommen würde und nicht in einem so hohen Rahmen? Natürlich hat die von der Bank, diese Person von der Bank keinen Kredit bekommen. Aber das ist halt das Risiko, was man dabei trägt. Aber dabei haben wir natürlich auch höhere Renditeaussichten im Durchschnitt als bei den anderen Alternativen. So, und das war's auch schon mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas dazulernen konntest, dann lass doch eine positive Bewertung da. Abonniere den Kanal und vor allem aktiviere auch die Glocke, damit du auch in der Zukunft nichts mehr von dem Content, den ich hier produziere, verpasst. Damit du noch mehr über Finanzen lernen kannst. In dem Sinne, hau rein.